Dann fing es richtig an. Es ging mir richtig schlecht, 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 schlecht. Ich verlor völlig den Tritt. Dann bin ich einfach umgefallen. Ich weiß nicht, ob nach rechts oder links. Ich habe einfach das Bewusstsein verloren. Der Krankenwagen kam und der Leiter vom Team kam mit. Er hat auf mich eingeredet. Sag nicht, was du genommen hast. Absolut nichts. Wir haben mit dem Leistungssport ein Monster geschaffen. Und das Monster dopt. Jetzt haben wir noch zwei Alternativen. Entweder wir sagen, okay, das machen alle, lass sie doch machen. Wenn sie 20 Jahre früher sterben, als wir Menschen normalerweise sterben, okay, Friede ihrer Seele, sie haben sich so entschieden, sie haben ihr Geld gemacht. Oder wir sagen, wir nehmen den Kampf auf. Am 23. Mai schlägt die Guardia Civil zu. Die Polizeibeamten filmen ihre Razzia in zwei Wohnungen in Madrid, die Fuentes als Dopinglabors nutzte. Auch die Praxis von Fuentes Partner, Merino Batres, wird durchsucht. Beide Ärzte hat die Polizei vorher festgenommen. Der Leiter des Einsatzes, Leutnant Enrique Gomez Bastida, listet die Beschlagnahme von 292 verschiedenen Dopingmitteln auf und von 224 Blutbeuteln. Darunter jener mit der Aufschrift Bella, dem Codenamen des Deutschen Jörg Jaksche. Die Codenamen auf einigen der anderen Blutbeutel aber tauchen später im Untersuchungsbericht nicht mehr auf. Da gibt es ein Bild, da steht drauf, glaube ich, Sangria auf einem Blutbeutel. Und noch einen anderen Namen, weiß ich nicht. Gibt es ein Bild, da stehen zwei so Namen drauf. Und die findet man in den ganzen Auflistungen der Blutbeutel über Codenamen nicht. Also muss in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Selektion vorgenommen worden sein. Also ich bin ja im Besitz der Listen von den Dopingmedikamenten, die bei Herrn Fuentes in drei Lokationen gefunden worden sind. In seiner Villa, noch so ein Nebenhäuschen und so weiter. Das ist eine Horrorliste aus 14 Seiten. Das ist eine Liste, in der so gut wie alles auftaucht, auch Dinge, die man glaubte, dass es sie gar nicht mehr geben würde, wie zum Beispiel Präparate aus der DDR. Mit einem Geldkoffer lief Rennstallchef Manolo Seitz vom Team Liberty Seguros, der Guardia Civil, bei der Fuentes-Razzia in die Arme und wurde festgenommen. Dopingarzt Fuentes hat sich sein erstes Wissen über Doping bei Besuchen in der alten DDR beschafft. Funktionären aus vielen Sportarten waren seine diskreten Dienste viel Geld wert. Besonders Manolo Seitz, dem Mann mit dem Koffer. Man muss sich mal erinnern, wer die Proto gegründet hat. Diesen Club der Top-Profi-Rennställe. Manolo Seitz. Er hat sein eigenes Dopingfeld gegründet. Statt ein Teilnehmerfeld zu schaffen, hat er ein Dopingfeld gegründet. Seitz war Präsident von Pro Tour und bei einer Geldübergabe an Fuentes haben sie ihn verhaftet. Fuentes wiederum übergab ihm einen Koffer voll mit Medikamenten, wie Synacten. Das ist ein Hormon aus der Hirnrinde, ein Kortikoid. Im einen Koffer war das Geld, klar, der bezahlt wurde. Ich glaube 30.000 Euro und 20.000 Schweizer Franken. Und in dem anderen Koffer, voll von Synacten, und an anderen Präparaten, solche Präparaten, die aus Deutschland kamen. Jawohl, alles aus Deutschland. Die größte, eine der größten Schienen für solche Präparate kam, man kann es sogar genau lokalisieren, aus dem Harz, aus dem Ort Bleicherode bzw. Bad Sachsa. Die Verbindung in den Harz hat einen Namen. Markus Tschoiner, Narkosearzt. Im Nebenjob aber dürfte Tschoiner der Mann von Doping-Guru Fuentes in Deutschland sein. Auch bei Jörg Jaksche führte Tschoiner Blutdoping durch. Die Termine dazu, sagt Jaksche, kamen per SMS. Die Honorare für Tschoiners Dienste zahlte Jaksche auf das Schweizer Konto von Eufemiano Fuentes ein. Wie das BKA jetzt ermittelte, sollen Tschoiner und Fuentes vor der Tour de France 2005 im Maritimhotel Hannover auch gemeinsam Blutdoping beim italienischen Star Ivan Basso durchgeführt haben. Tschoiner verweigert jede Aussage. Wie oft haben Sie sich denn mit Tschoiner getroffen? Eins, zwei, dreimal. In Deutschland jeweils? Mhm.
Und wo war das und wann? Ungefähr? In Bad Sachsa bei ihm zu Hause, beziehungsweise in der Klinik, in der er gearbeitet hat, 20 Kilometer entfernt, aber in diesem Radius von 20 Kilometern. Und das waren dann Reinfusionen? Abgenommen, das erste Mal abgenommen, das zweite Mal ebenfalls abgenommen und den ersten reinfundiert und das dritte Mal die Reinfusion in Karlsruhe bei der Tour. Was in Spanien bisher verheimlicht wurde. Das Team der Guardia Civil beschlagnahmte bei der Fuentes-Razzia neben unzähligen Papieren auch die 5 Laptops von 5 Festgenommenen. Darunter Fuentes, sein Partner Batres und Radsportpate Manolo Seitz. Schon nach dem Kopieren der Computerfestplatten sind Leutnant Gomez Bastida und seine Leute überzeugt. Hier geht es nicht mehr nur um Doping, sondern um Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Mira esto. Zurich. Basso. Sevilla. Sevilla. Verde. Toros. Doch ehe die Polizisten loslegen können, schlägt eine Anordnung von Ermittlungsrichter Antonio Serrano wie eine Bombe ein. Mira que bonito. Richter Serrano untersagt jede Auswertung der Computerdaten der Festgenommenen. Der Richter hat das ganze Verfahren lahmgelegt. Er hat einen Beschluss gefasst, den selbst in einer Bananenrepublik ein Richter besser gemacht hätte. Antonio Serrano. Von dem Ermittlungsrichter, der den Fall Fuentes lahmlegt, gab es in Spanien bisher kein Foto. Die Polizei spricht von einem Justizskandal. Warum untersagte Richter Serrano der Polizei sofort nach der Razzia, die bei weitem wichtigsten Beweisstücke auszuwerten? Wer beeinflusst den Fuentes-Richter? Es gab nie eine Aufforderung an die Justiz, über den Radsport hinaus zu ermitteln. Ganz im Gegenteil, es gab sofort eine Art stillschweigendes Einverständnis zwischen den spanischen Vereinen, den spanischen Medien und der politischen Klasse Spaniens, den Fußball um jeden Preis zu verteidigen. Pour défendre le football. Dieser Sportminister hat gesagt, nachdem das von dem Kollegen von der Le Monde rausgekommen ist, dass Fuentes eben gesagt hat, ja, wir haben auch spanische Fußballspieler betreut, ja, Mannschaften betreut, hat der spanische Sportminister sofort gesagt, da sieht man wieder, was die Franzosen mit unserem Fußball anstellen wollen. Also ist das eigentlich schon dieser Satz allein, habe ich gemerkt, okay, hier geht es um was Politisches. Der spanische Wunderdoktor spricht von Morddrohungen, gewährt aber einer französischen Zeitung Einblick in Unterlagen über Kunden im Fußball. Etwa seinen pharmazeutischen Trainingsplan für den FC Barcelona für die Saison 2005-2006. Später bestreitet Fuentes mit dem Journalisten Stefan Mandar je über Fußball gesprochen zu haben. Doch Mandar sagt, er habe ein Tonband des Gesprächs. Kopien der Dopingpläne lägen im Safe seines Anwalts. Real Madrid will Fuentes auch betreut haben. Radprofi Manzano berichtet von Realspielern, die er bei Fuentes getroffen habe. Die Justiz hat das bisher nicht interessiert. Der königliche Club gilt als spanisches Heiligtum. Von Madrid zu sprechen heißt ja auch über Zidane zu sprechen, eine französische Ikone. Es geht nicht um den spanischen Sport. Der französische Superstar Zinedine Zidane taucht gleich dreimal im Umfeld von Dopingermittlungen im Fußball auf. Zidane wurde nie positiv getestet. Im Gegensatz zu seinem Nationalmannschaftskollegen Christophe Dugarry, dem das Dopingmittel Nandrolon nachgewiesen wurde. Dugarry wurde freigesprochen, weil dem offiziellen Dopingkontrolleur angeblich die Zulassung des französischen Fußballbundes fehlte. Auch beim Prozess gegen Juventus Turin muss Zidane als Zeuge aussagen. Er gehört zum Juve-Team, dessen unnatürlicher Muskelzuwachs einem Konkurrenztrainer auffällt. Hey.
Raffaele Guarniello, Staatsanwalt von Turin und bekennender Juve-Anhänger, nimmt im August 1998 die Ermittlungen auf. Er vernimmt hunderte von Zeugen, darunter Fußballspieler wie Del Piero oder Inzaghi. Guarniello fordert Haftstrafen für Vereinsarzt Agricola und Juve-Präsident Giraudo. Auf dem Trainingsgelände wird eine Art Vereinsapotheke beschlagnahmt, mit 281 verschiedenen Medikamenten. Genug, um das Krankenhaus einer Kleinstadt zu versorgen. Stars wie Viali, Baggio oder Zidane werden jedoch nicht angeklagt, sondern nur als Zeugen vernommen. Doch nach mehreren Jahren Ermittlung und Prozess steht im Mai 2007 fest, die 90er-Jahre-Mannschaft von Juve war gedopt. Das Team, das in dieser Zeit drei nationale Titel und einmal die Champions League gewann, hat durch Doping die Gegner betrogen. In erster Instanz wird zwar Juve-Präsident Giraudo freigesprochen, doch Vereinsarzt Agricola muss nur deshalb seine Strafe nicht antreten, weil der Fall inzwischen verjährt ist. Die Strategie der Verteidigung bestand darin zu behaupten, dass es alle so machen. Wir haben aber gezeigt, dass es in dem Maße nicht alle machen. Der Kassationsgerichtshof ist am Ende zu dem Schluss gekommen, dass es das Verbrechen des Sportbetrugs gab. Der war zwar inzwischen verjährt, aber das Gericht hat bestätigt, es lag ein Sportbetrug vor. Die Leichtathletik hat den Fußball längst infiziert, ebenso wie den Radsport. Viele Trainer sind aus der Leichtathletik in den Fußball gegangen. Viele Ärzte aus der Leichtathletik betreuen heute Fußballmannschaften. Die Durchdringung ist total. Der Druck ist extrem. Es herrscht eine derartige Verdunkelung in der Welt des Fußballs, die erinnert schon sehr an das, was wir im Radsport vor 10 Jahren hatten. Im Radsport gibt es ja auch erst jetzt Enthüllungen und Geständnisse. Im Fußball dauert es noch 10 Jahre, bis man auch dahin kommt. Dem Radsport dagegen steht das Wasser schon jetzt bis zum Hals. Sponsoren springen ab, ganze Teams werden aufgelöst, Fernsehrechte zurückgegeben. Das Doping-Image kostet plötzlich Geld. In einer Art Panikreaktion gelobten die Funktionäre im Juni 2007 mal wieder eine saubere Zukunft, diesmal mit Ehrenerklärung. Papier aber ist geduldig. Und was vor Fernsehkameras vehement beteuert wird, ist oft nicht die Wahrheit. Ich habe mit allen sportlichen Leitern der 20 Profiteams gesprochen und keiner von denen versorgt irgendwen mit Drogen und niemand im Umfeld der sportlichen Leiter versorgt irgendwen mit Drogen. Die Drogen für Topfahrer kommen alle von Dealern außerhalb unseres Sports. Jeder sportliche Leiter oder Manager kann seine Hand dafür ins Feuer legen, dass in seinem Team nicht systematisch gedopt wird. Das kann ich auch für mein Team garantieren. Und das war auch immer unsere Philosophie. Wenn Sie einen Namen nennen sollten, der Sie ans Dopen gebracht hat, wer wäre das? Stanga. Das war Ihr erster sportlicher Leiter. Wie geht sowas los? Er hat bei mir ein-, zweimal gemessen oder über einen Teamarzt messen lassen, um meine Hämatokrit-Werte gesehen, was sie normal für die damaligen Zeiten krankhaft niedrig waren. Die waren wie hoch? Ich weiß nicht, 42, 43, also Normalbürger. Und dann haben die natürlich schon so den Anspruch, ey, willst du weiterkommen? Und jetzt auch mal, ich zahle dir Geld, vielleicht erzielst du mal ein Resultat. Und dann sagst du, ja, ich kann ja nicht mehr, ich fahre ja schon Maximum, was geht. Und dann kommt es halt so, dass er irgendwie dir erklärt, okay, pass auf, dann, wenn du im Radsport weiterkommen willst, hier im Radsport läuft so und so, EPO ist verbreitet, ist sehr verbreitet, das macht eigentlich jeder, da solltest du mal damit anfangen. In den Toskana-Hügeln bei Lucca dreht Jörg Jaksche einsame Trainingsrunden.